O Muslim, hör gut zu. Allah subhanahu wa ta'ala richtet eine Warnung und einen guten Rat an dich, wenn du dich zu den Gläubigen zählst. Er subhanahu wa ta'ala warnt uns im Koran. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, und eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausschickt. Und fürchtet Allah, gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Und seid nicht wie diejenigen, die Allah vergessen haben und die er dann sich selbst hat vergessen lassen. Das sind die Frevler. Von welchem Morgen ist hier die Rede? Und wie lässt Allah subhanahu wa ta'ala einen sich selbst vergessen, wenn man ihn vergessen hat? Der Tod ist allgegenwärtig. Manchmal trifft er erwartet ein und manchmal kommt er plötzlich. Eine unerwartete Krankheit, ein Unfall oder andere Umstände können dazu führen, dass ein Leben sein Ende findet. Der Tod ist eine der Tatsachen, über die kein klar denkender Mensch Zweifel hat. Doch trotzdem gerät dieses unaufhaltsam näher kommende Ereignis häufig in Vergessenheit. Dass ungläubige Menschen den Tod verdrängen wollen, auch wenn es sinnlos ist, ist nachvollziehbar. Immerhin bedeutet er das Ende der weltlichen Genüsse. All die Anstrengungen, sich Besitz anzuhäufen und ein komfortables Leben zu genießen, nehmen mit ihm ein Ende. Diese Tatsache verdirbt den Genuss, denn man wird an die begrenzte Zeit, die an diesen Genuss gebunden ist, erinnert. Egal wie wertvoll eine Sache ist, die du jetzt besitzt, und egal wie schön eine Situation ist, in der du dich befindest, sie wird zu Ende gehen. Und zusammen mit dem Tod verschwindet die Freude an allem, was du liebst. Deshalb macht uns Allah subhanahu wa ta'ala darauf aufmerksam, indem er subhanahu wa ta'ala sagt, und eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausschickt. Dieser Morgen ist die Abrechnung. Wenn das heute dein Leben ist, dann wisse, dass der Morgen nur ein paar Momente entfernt ist. Es gibt ein arabisches Sprichwort: Wer stirbt, dessen Abrechnung hat begonnen. Der Tod kann auch dich überraschen. Deine Abrechnung kann schon morgen, vielleicht sogar heute, beginnen. Möchtest du denn nicht ein schönes, ewiges Leben vorbereiten? So wie du dir hier ein schönes Leben vorbereiten möchtest? Derjenige, der bereit ist, Zeit, Kraft und Opfer für dieses Leben zu erbringen, wird in der Regel auch ein besseres Leben haben als einer, der nicht dazu bereit ist oder der nur halbherzig an die Sache herangeht. Noch deutlicher ist dies, wenn es um das Jenseits geht. Nur dann, wenn du bereit bist, dich heute dafür anzustrengen, wirst du morgen dort ein sorgenfreies Leben genießen. Nur wenn du dich heute durch gute Taten auf den Tod vorbereitest, hast du bei deiner Abrechnung etwas vorzuweisen, was dir den Eintritt ins Paradies ermöglicht. Was bedeutet es nun, sich selbst zu vergessen, weil man Allah subhanahu wa ta'ala vergessen hat? Was du heute für morgen vorausschicken musst, sind gute Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala annimmt und belohnt. Ohne solche Taten hast du morgen keinen Nutzen von ihnen. Und auch deine Heimstätte wird ungünstig für dich ausfallen. Allah subhanahu wa ta'ala ist rein und akzeptiert nur das, was aus einer reinen Absicht für ihn subhanahu wa ta'ala getan wurde. Allein diese aufrichtigen Taten ermöglichen es dir, ein mit Freude erfülltes Leben im Jenseits zu führen. Wenn nun aber jemand Allah subhanahu wa ta'ala vergessen hat und deshalb keine Aufrichtigkeit in seinem Handeln hat, der kann nichts für sich selbst vorausschicken. Er vergisst Allah und verpasst so die Chance, sich selbst ein gutes Leben vorzubereiten. Deshalb ist es so, als hätte er sich selbst und sein eigenes Wohlergehen vergessen.